Diese Lampe kennen bereits sehr viele. Fokus! Sie schmückt bereits sehr viele Gaming Rooms, Hobbyzimmer, so auch meine, denn im Normalfall steht sie genau hier. Und was es mit dieser Lampe so auf sich hat, was sie kann, was sie nicht kann und was ich zu ihr sag, das seht ihr gleich in diesem Video. Let's go! Und diese GMO-Leuchte von der Firma Paladone ist mein erstes Produkt auf diesem Channel. Also bist du interessiert an solchen Produkten, also an richtigen Nerd-Tech-Stuff, dann lade ich dich herzlich ein, ein kostenloses Abo dazulassen, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Ja, kommen wir zurück zur Lampe. Fangen wir bei den Basics an, nämlich bei den Abmessungen. Wie ich die Lampe ausgepackt habe, war ich eher überrascht, wie groß sie tatsächlich ist, denn auf den Bildern sieht sie wesentlich kleiner aus. Wir haben hier eine Länge von 30 cm, eine Höhe von 16 cm und eine Tiefe von 7 cm. Ja, sie ist sehr, sehr leicht. Und das Problem an leichten Sachen, sie wirken auch sehr, sehr billig. So auch bei dieser Lampe. Das ist einfach begründet durch den 100%igen Anteil von Kunststoff. Und leider ist es halt so, leichte Produkte, das fühlt sich alles nicht so wertig an. Aber wenn man sich die Verarbeitung genauer ansieht, muss ich sagen, ich habe schon schlimmere Produkte in der Hand gehabt. Für mehr Geld. Es sind hier, ja, die Kanten sind ganz gut gemacht. Es sind hier keine scharfen Kanten, keine Löcher irgendwie sichtbar. Das Einzige, wo ich es kritisieren könnte, wäre die Lampe hier am Rand. Gibt es hier einen leichten Spalt manchmal, wo eventuell das Licht ja, unter einem bestimmten Winkel durchscheinen könnte. Aber das ist wirklich kritisieren am höchsten Niveau. Ich finde es vollkommen okay für diesen Preis. Zum Preis kommen wir dann noch, keine Sorge. Drehen wir das ganze Produkt mal um, um zur Stromzufuhr zu kommen. Hier ist ein Micro-USB-Anschluss. Achtung, Micro-USB, das ist der alte Standard, damit wir hier keine Verwechslungen haben. Es ist sogar ein USB-Kabel dabei. Also das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Es gibt Lampen, da ist gar nichts dabei. Und es ist ein 1,5 Meter USB-Kabel dabei. Auf der einen Seite eben der eben besagte Micro-USB-Anschluss und auf der anderen Seite eben der normale USB-Anschluss, den man halt so kennt. Das heißt, ich kann die ganze Lampe am PC, am Fernseher, am Handy-Ladenetzteil anschließen oder so wie ich das Ganze mit einer Powerbank betreiben. Das ist natürlich nicht inbegriffen im Packungsinhalt. So, ich stecke das Ganze einmal an. Und schon wird es hier mit Strom versorgt. Wir haben darüber zwei Tasten, die Taste A und die Taste B, sogar nummeriert. Und ja, diese Tasten beginnen mit der Magie. Diese Tasten bringen Licht ins Dunkle. Wir drehen die ganze Lampe um. Und um hier den Effekt besser zu sehen, mache ich es hier einfach mal dunkel. So, jetzt müsst ihr meine Bildqualität etwas entschuldigen, aber ihr solltet euch auch auf diese Lampe konzentrieren, denn wir aktivieren sie jetzt. Mit der Taste A seht ihr, dass sie direkt angeht und auch direkt in den Farbwechselmodus geht. Wir haben hier einen Modus mit 7 Farben, mit einem sehr feinen und schönen Übergang, wie ich finde. Und allgemein macht sich die Lampe sehr schön, voll ausgeleuchtet. Es gibt hier keine dunklen Stellen. Das Einzige, was ich hier bemängeln könnte, wären eben, was ich vorher erwähnt habe, der Spalt hier. Da gibt es zwei so Spalten, wo die weiße Farbe hier durchkommt. Aber ansonsten kann man hier absolut nicht meckern. Sieht super aus. Wenn ich jetzt nochmal auf die A-Taste drücken würde, dann wird die aktuelle Farbe fixiert. Das heißt, wenn ihr das Ganze einfärbig hier haben wollt, könnt ihr das durchaus machen mit allen Farben, die in den Farbwechsel vorkommen. Jetzt haben wir hier lila, violett. Und da gibt es aber nur eins zu beachten, es gibt hier keinen Memory-Effekt. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt wieder ausschalte und wieder anschalte, dann startet die Lampe einfach wieder im Farbwechselmodus und ich muss meine gewünschte Farbe wieder händisch fixieren. Jetzt nehmen wir einfach mal rot.
So, und es gibt noch einen Modus, den sogenannten Musikmodus. Ich muss nochmal auf die Taste A drücken und habe den Musikmodus aktiviert. Ich versuche jetzt etwas lauter zu reden, um diesen Musikmodus zu triggern, aber es funktioniert nicht. Das heißt, diesen Modus könnt ihr komplett vergessen. Ich habe das auch versucht, mit dem Handy lauter Musik direkt daneben hinlegen. Es funktioniert einfach nicht. Das Einzige, was funktioniert, ist das. Und ich weiß nicht, ob ein Mikrofon eingebaut ist oder ein Vibrationsschalter, aber es funktioniert nicht anders, außer das. Also, ja, diesen Modus könnt ihr komplett vergessen. Wollt ihr so einen Modus haben, dann kauft auf jeden Fall nicht diese Lampe. Das ist, ja, es funktioniert einfach nicht. Es ist wirklich schade, aber es funktioniert nicht. Gut, wir gehen wieder in den Farbwechselmodus, den ich 99% der Zeit hier aktiviert habe und wie ich finde auch sehr schön ausschaut. Wenn ich jetzt die andere Taste hier drücke, die Taste B, dann ist das Ganze auch deaktiviert. Hat euch also diese Lampe überzeugt? Gefällt sie euch? Habe ich einen Link für euch in der Videobeschreibung unten, wo ihr sie bei Amazon nachkaufen könnt. Und wenn wir schon beim Thema Kaufen sind, kommen wir zum Preis. Und zwar, die Lampe kostet 20 Euro. Und ich finde, dass es ein guter Preis ist. Ich habe für 20 Euro schon Schlimmeres in der Hand gehabt. Das hört sich zwar jetzt im ersten Moment etwas negativ an, aber es entspricht wirklich dieser Preiskategorie. Ich finde, dass sie wirklich schön ist, schöne Ausleuchtung, schöne Farben und macht sich wirklich hervorragend hier im Hintergrund, wie ich es hier im Stream habe zum Beispiel. Und ja, ist ein tolles Stück, um ein bisschen Retro in euer Gamingzimmer hineinzubekommen. Also ich kann sie euch auf jeden Fall nur empfehlen. Was ich euch auch empfehlen kann, ist das nächste Video. Da geht es wieder um eine Lampe, die zum selber zusammenstellen ist. Seid gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Vielen lieben Dank, alles Liebe und ciao.